Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich kommt mein Review zum Sony 28mm Blende 2 Objektiv und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Da ich eine ganze Menge Anfragen bekommen habe, wie denn das Objektiv ist, was meine Erfahrungen dazu sind und wo auch vielleicht neben den Vorteilen auch Nachteile sind, möchte ich heute endlich darauf eingehen und ich möchte gleich vorab sagen, es gibt keine Pixelpieperei, aber ich werde auch zum Thema Bildqualität des Objektivs was sagen und da könnt ihr ziemlich gespannt sein. Wie ihr seht, habe ich hier gleich an der Kamera dran, an meiner Sony A7 R2. Und was sofort auffällt, ist natürlich, dass das Objektiv sehr klein ist, sehr kompakt ist und das ist auch ein riesen Vorteil vom Objektiv. Es ist klein, leicht und es verschwindet quasi an der Kamera, wenn ihr draußen auch unterwegs seid. Also es fällt kaum auf, dass ihr eine Kamera dabei habt und das Ganze kommt relativ kompakt mit Gehäuse daher. Als weiterer Vorteil ist natürlich auch hervorzuheben, dass das Ganze aus Metall gefertigt ist. Also ihr habt kein Plastikobjektiv, was irgendwie billig verarbeitet wurde, sondern ganz im Gegenteil. Es ist sehr wertig verarbeitet. Für meine Begriffe wirklich sehr gut. Auch wenn es unter 500 Euro liegt, habt ihr wirklich sehr viel Qualität für wenig Geld. Das kenne ich von Sony anders, von anderen Objektiven. Und ihr habt natürlich eine ganze Menge Vorteile mit dem Fokus. Das heißt, ihr könnt den Augenautofokus nutzen, ihr könnt das Gesichtstracking nutzen und, und. Also all das, was ihr von Sony Objektiven kennt, die nativ an den E-Mount passen, die funktionieren natürlich hier genauso. Der Fokusring funktioniert wunderbar butterweich und ihr habt auch den Vorteil des geräuschlosen Fokussierens. Das heißt, ihr habt kein Klickern oder Klackern im Fokus drin und ihr könnt zum Beispiel dadurch auch in Videoaufnahmen wunderbar den Fokus nachziehen und ihn so legen, wie ihr ihn braucht. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Offenblende von 2.0. Offenblende bedeutet, weiter könnt ihr das Objektiv nicht öffnen für die Lichtempfindlichkeit und da seid ihr mit Blende 2.0 echt schon sehr gut aufgestellt, denn ihr habt ja hier ein quasi schon fast weitwinkliges Objektiv und noch eine gute Lichtstärke, wo man wirklich sehr flexibel mitarbeiten kann. Das heißt, ihr könnt damit schon etwas freistellen, dann habt auch ein Bokeh. Ich möchte euch gleich zeigen, wie weitwinklig das Ganze ist, denn ich bin gerade in Weimar am Goethe-Gartenhaus hier im Park und ich drehe mich jetzt um und mache hier ein Foto live sozusagen. Ihr könnt sofort sehen, wie hinter mir der Hintergrund eingefangen werden kann, was also drauf ist und was vielleicht nicht mehr drauf passt. Achtung! Meine Einstellungen sind Blende 2.0 und 1/4000stel bei ISO 100 und ich habe jetzt ein Foto gemacht. 1/4000stel, um den Himmel und das Gartenhaus, was sehr weiß ist, nicht ausbrennen zu lassen. Damit sind natürlich die Schatten deutlich zu dunkel, aber das könnt ihr im Nachhinein natürlich wunderbar nachregeln. Was mir sofort auffällt, ist bei Tageslicht funktioniert der Autofokus wunderbar. Ihr könnt bei Offenblende wie auch geschlossener Blende wunderbar fokussieren. Ihr habt damit gar keine Probleme. Also alles, was Tageslicht ist, da seid ihr bestens damit aufgestellt und könnt ihr quasi fast alles fotografieren. Es gibt aber auch Ausnahmen, das möchte ich auch an der Stelle sagen. Sport-Action-Fotografie damit zu machen, wäre jetzt eher weniger gut, weil dafür ist das Objektiv vom Fokus her nicht geeignet. Gerade was die Nachführung des Fokus angeht, da solltet ihr dann gucken, dass ihr ein anderes Objektiv dafür wählt. Wohingegen es wunderbar geeignet ist, ist Landschaftsaufnahmen, Porträts, Still-Life, spielende Kinder, die nicht umherrennen, das geht auch damit, klar, das funktioniert mit dem Objektiv, aber alles andere, was dann schneller ist, wird dann sehr schwierig. Was natürlich hingegen funktioniert, das ist auf manuell zu schalten im Fokus und dann selbst festzulegen, wo soll jetzt scharf gestellt werden, zum Beispiel bei schnellfahrenden Autos, wenn man sich merkt, wo dann der Fokuspunkt sitzen soll für das Foto, da könnt ihr wunderbar vorfokussieren und dann auch die Aufnahme damit machen. Jetzt würde euch interessieren, wie teuer das Objektiv ist und da kann ich sagen, an alle, die ein bisschen sparen wollen, hier gibt es gute Nachrichten, das Objektiv liegt je nachdem, wo ihr es kauft und in welchem Zustand, ungefähr zwischen 300 und 450 Euro. Das heißt, deutlich unter 500 Euro, teilweise sogar neu unter 500 Euro. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Und ich finde, für den Preis ist es ein wirklich sehr gutes Objektiv. Ihr habt damit etwas Universelles auch an der Kamera, wo ihr quasi schon fast im Reporter-Look, ähnlich wie die 35mm, arbeiten könnt. Ihr seid in Lowlight-Situationen auch gut aufgestellt, weil ihr eben die Offenblende von 2.0 habt und könnt auch schon relativ gut fokussieren und vor allem auch gut fotografieren. Und zum guten Schluss nach dem Preis natürlich auch die Weiterverwendbarkeit, das heißt also in Bezug auf Zubehör. Denn eine ganze Menge von euch wollen gern Filter verwenden, also Polfilter, ND-Filter, UV-Filter und so weiter. Und da das Objektiv einen Durchmesser, ich muss mal drauf schauen, von 49 mm hat, genau, könnt ihr hier wahnsinnig günstig Filter kaufen. Also manch einer scheint nicht zu wissen, wie teuer Filter sein können. Für mein Sigma, das 105er, kostet ein Filter schnell mal 100 Euro. Und mit den 49 mm bekommt ihr ja schon für echt schmales Geld gute Filter, querbeet, also wirklich UV-Filter, ND-Filter und so weiter. Die könnt ihr einwandfrei hier dran verwenden. Ihr müsst natürlich aufpassen, wie ihr die Filter verwendet. Es gibt
Filter, die sind dann zu dick oder einfach zu umfänglich, sodass dann die Gegenlichtblende nicht mehr drauf passt. Da müsst ihr gucken, vielleicht mal in den Markt gehen und ausprobieren, wie das Ganze sich verhält. Im Lieferumfang ist standardmäßig natürlich ein Objektivdeckel für die Rückseite, für die Front und die Gegenlichtblende von Sony Original enthalten. Und zum Abschluss noch ein paar Kritikpunkte am Objektiv, die mir aufgefallen sind. Das ist meine persönliche Meinung, das kann bei dir natürlich ganz anders sein oder nicht zutreffen. Zum einen ist mir aufgefallen, dass hier kein Button am Objektiv verbaut wurde. Das kann stören, das muss dich nicht stören. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest gerne relativ schnell am Objektiv umschalten auf manuellen Fokus, dann kann das ein Thema sein für dich. Wenn du Speichersachen im Objektiv einstellen möchtest, denn das geht ja bei Sony recht gut bei den Objektiven, dann geht das natürlich auch nicht, weil der Button nicht da ist. Da musst du selbst entscheiden, ob du das brauchst oder nicht. Was mir auch aufgefallen ist, ist das Thema Schärfe. Das ist ein sehr subjektiver Eindruck von mir. Ich kenne deutlich schärfere Objektive, die auch teurer sind, ja. Aber was das Thema Schärfe angeht, müsst ihr einfach hier wissen, dass das Objektiv jetzt nicht das Beste in seiner Klasse generell ist. Also gibt es deutlich schärfere Objektive. Auch da musst du wieder gucken, was du brauchst oder was du möchtest. Und zum guten Schluss das Thema Video. Mir ist ja aufgefallen, an meiner Sony A7 R2 mit dem neuesten Firmware-Update, dass der Videofokus doch gern mal pumpt. Das ist bei Tagessicht nicht der Fall, aber wenn du Indoor unterwegs bist oder bei Lowlight-Situationen, da kann es sein, dass das Objektiv anfängt zu pumpen. Mich hat es teilweise echt sehr gestört, dass ich dann umgestiegen bin auf ein anderes Objektiv. Daher kann ich das für drinnen Indoor zum Filmen weniger empfehlen, wenn du mit dem Autofokus arbeitest. Wenn du manuell im Fokus arbeitest bei Video, gibt es gar keine Probleme. Da kannst du, wie ich vorhin gesagt habe, komplett überall fast einsetzen. Ich hoffe, ich konnte Lust auf das Objektiv machen. Ich hoffe, die positiven Sachen überwiegen für dich, wenn du Interesse an dem Objektiv hast. Leih es dir mal aus von einem Kumpel oder guckst dir mal im Laden an. Nimm es in die Hand, mach es an deine Sony-Kamera ran, denn es geht ja auch bei den APS-C-Kameras und entscheide selbst, ob du das gebrauchen kannst oder ob es für dich keine Verwendung hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr das Objektiv gut findet, ob ihr es habt und was eure Erfahrungen damit sind. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!